Kaugummi ausge... Extraterrestrische? Extraterrestrische! Auf geht's! Ah! Oh! Kleine Feldraumratte, was? Ja, ist besser. Beim anderen muss man alles dann nochmal neu machen. Muss man hier nicht. Weil, wo man beim Originalen jetzt gestorben ist, dann muss man jetzt nochmal alles machen, die Wagen verfolgen und alles, ne? Das muss man jetzt halt beim Nimm die Form eines menschlichen Kriegstreibers an und infiltriere Armquists Treffen. Setze dann deine Überzeugungskraft ein, um die anderen gegen ihn aufzubringen. Endlich mal nach Jersey hochfahren und Onkel Tony besuchen. Marschiert hier lang, marschiert da lang. Olivgrün hier, Kaki da. Was ist denn falsch an ein bisschen Fuchsia? Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Das wäre eine entspannte Dienstzeit. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Und so allein. Aufhören! Geschmack von Blei? Armquist hat das Treffen abgesagt. Ende! Ja, wie soll ich das dann... Nimm die Form eines menschlichen Kriegstreibers an und infiltriere Armquists Treffen. Setze dann deine Überzeugungskraft ein, um die anderen gegen ihn aufzubringen. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Läuft für mich. Leifer ist ein echt harter Brocken. Ich hab ein Gewehr und sie heißt Sue. Verdammter Ausbilder, der mich aus der Eliteeinheit geworfen hat. Jetzt habe ich diese lahme Stationierung zugewiesen bekommen. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht die Person bin, die ich hätte werden können.
Die Beweise sind erdrückend. Zuerst haben kommunistische Spione einen Jahrmarkt mitten im Herz der Vereinigten Staaten infiltriert und die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs entführt. Nur Gott weiß, was sie mit ihr angestellt haben und wie sie ihre grundamerikanische Tugend mit ihren sozialistischen Griffeln beschmutzt haben. Danach haben sie den ganzen Jahrmarkt zerstört. Die zivilen Verluste waren enorm. Ziehen Sie da nicht voreilige Schlüsse, Armquist? Dieses Feuer könnten auch irgendwelche Teenager gelegt haben. Als ich in dem Alter war, habe ich viel schlimmere Dinge angestellt. So sind Kinder halt. Er hat recht, General. Der Jugend von heute fehlt es an Disziplin, aber sie sind doch nicht alle Kommunisten. Ich glaube, sie übertreiben da. Schlussendlich hat ein kommunistischer Agent in Area 42 einen Attentatsversuch auf mich persönlich gewagt. Er nutzte dafür einen experimentellen Atomsprengsatz. Ich gehe mal davon aus, Sie haben diesen angeblichen Attentäter nicht dingfest machen können. Oder sollen wir uns hier nur auf Ihr Wort verlassen? Sorry, General. Wenn Sie meine Hilfe wollen, müssen Sie sich mehr Mühe geben. Ich habe keinen Schimmer, wer Sie sind, General, aber Sie haben eine echt große Klappe. Verdammter... Du! Wie hast du das gemacht? Hol mich doch, du Kommunistenschwein! Okay, wir machen es auf deine Art. Ich pumpe euch voller Plasma, ihr Affen! Ein König Schlüssel! Du bist aufgeflogen! Du wolltest es anscheinend so, also vernichte die Menschen! Ihr dreckigen Ratten! Ihr seid die Ratten, die meinen Bruder getötet... Deine Art ist aber nicht gerade sportlich. Du kannst wegrennen, aber du kannst dich nicht verstecken! Niemand versteckt sich hier. Lass uns tanzen. Let's bounce. Ausgezeichnet! Das nenne ich mal einen unfairen Kampf! Hau Armquist um, Crypto! Du wolltest es so, Ivan! Na los, Schnecke! Lass uns schlafen! Anrücken und diesen Trotzkisten-Sympathisanten erledigen! Over! Crypto, du hast keine Erlaubnis, dich abzusetzen. Bleib aufhören, der Schussbahn! Auf den Weg, verdammt!
Deckung angefordert! Ober! Ivan! Na los, Schnecke! Lass uns schlafen! Der Gefreite bedauert ihn! In der Grundausbildung war keine Rede von Selbstentzündung! Verstärkung angefordert! Ober! Unterstützung benötigt! Over!